Ja, okay, dann muss ich dich halt ohne Alien kaputt machen. Super. Ah, der Roboter ist, der ist echt nicht ohne. Ups, Entschuldigung, mein Fehler. Ich hätte warten sollen, bis er sich umgedreht hat. Alter, der ist so schnell. Ich kann so schnell nicht reagieren. Ja, er ist kaputt. Also ein bisschen Geröll so als Waffen wäre auch mal ganz nett. Zack. So. Oh, das war's zu essen. Siege den kämpfenden Roboter. Danke, habe ich getan. Nein, 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 nein. Was mich nur wundert ist, warum steht da oben Zugzui, ne? Und ich krieg's halt... Oh, okay. Super. Ich krieg die Trophäe halt trotzdem, ne? Weil ich meine, ich hab das doch schon gespielt auf meinem Hauptchannel. Auf meinem Hauptaccount. Na, egal. Also meine Benutzer da oben heißt Zugzui. Habe ich Zugzui eingegeben hier im Spiel? Ich glaube nicht. Na, egal. Wird sich früher oder später, wird sich dann schon lösen. Aber ich, nee, ich glaube, ich habe den Benutzer nicht gewechselt. Deswegen kriege ich jetzt auch noch Trophäen. Ja, ich hadere gerade mit mir selbst vermehrt. Pack deinen Wischmopp da weg. Danke. Na gut. Dann halt nicht. Ninja! Ah, die halten schon gut was aus. Also mehr als die normalen Ärsche. Und die haben sogar Fernkampfattacken. Zack. So geht das. Und tschüss. Kannst du besonderes oder eine andere Farbe? Du kannst auf jeden Fall irgendwas anderes. Ja, super, Dennis. Du bist echt ein Held. Ja, ey, mach mir doch keinen Stress. So, schön erstmal alle hier versammeln. Ich weiß nicht, was... Der hat auch hier so einen Scheiß-Move. Das ist unglaublich. Also dieser möchte gerne Super-Move. Da. Das sind eigentlich immer so Rundum-Attacken, ne? Die einen so ein bisschen aus der Panik oder aus einer brenzligen Situation retten sollen, aber der ist, von dem ist einfach nur schlecht. Tut mir leid. So. Oh Leute, das ist doch nicht wahr. Ah, das kennt man noch aus Bad Dudes. Bad Dudes? Ist das so ein Spiel? Ich glaube schon. Und Amiga immer gezeigt. Ich habe es auch einen Ninja, der konnte sich immer vermehren. Also jetzt nicht auf die normale Art und Weise. Das hat auch keine Monate gedauert, bis dann mal fertig war. Ah, und da kommt der Endgegner, genau. An den kann ich mich noch dran erinnern, ja. Der war auch gar nicht so einfach. Wie heißt das nochmal? Was die da, diese Tanz da mit dem Speer? Ich weiß es nicht mehr. Das Problem ist, der hat halt so, der ist so unfassbar schnell, ne? Also, er hat ja keine Animationsphase, dass man sieht, okay, jetzt will er schlagen. Sondern er macht's dann einfach, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Er ist auf einem Bein rumgehüppelt, ne? Und dann. Nee, hab ich vergessen, nur. Das hat aber einen Namen. Ich war kurz noch bei Samurai Showdown, habe ich noch gesehen gehabt. Und da ist mir der Name nämlich wieder eingefallen. Vor kurzem ist auch schon 2 Monate her oder so. Alter, der zieht aber auch gut was ab, ey. Weil gerade einfach mal die halbe Energieleiste, weil einfach weg. Ninjas, gib auf, Sack. Nerv mich nicht. Bitte. Ah, sieht gut aus. Also, es sieht so aus, als würden wir das mit den 10 Credits vielleicht dann doch hinbekommen können. Mann! Nerv dich! Oh. Ach, stimmt, der konnte ja auch noch machen hier. Komm, Oma, gib alles! Komm weg! Nein! Ich möchte kein Leben mehr verlieren, bitte. Gut. Nein! Ja, er ist tot! War zwar knapp, aber ist ja egal. So, vorletzte Stage geschafft. Kurz gucke. 37 Minuten bin ich jetzt. Okay, die 40 kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Ah, es geht noch weiter. Entschuldigung. So, letzte Stage, glaube ich. Das Atomkraftwerk. In einem Atomkraftwerk.
Ah, okay. Welcome to my world. Welcome to your door. Ja, stimmt, genau. Alter, zieht das viel ab. Nicht schlecht. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine richtige Stage, aber es ist doch keine richtige Stage. Ach, verflucht. Es ist nur der Boss, also nur in Anführungsstrichen der Bosskampf, der glaube ich aus, keine Ahnung, 4 Stufen oder so, Alter, besteht oder so. Was? So. Mann! Ich will nicht da mit der Bombe treffen. Warum hier eigentlich Smithers so ein Sprengstoff-Spezialist ist, weiß glaube ich niemand. So wirklich. Nicht eingeschlossen. Mein Gott. Da muss ich mit rechnen, ne? Wenn er die ganze Zeit hier so rumeiert. Hör mal, ich habe meinen Super-Move gemacht. Da seht ihr mal, wie toll der hier ist von Huma. Und noch ein Leben verloren. Oh oh. Ich guck gerade mal auf die Quails, weil ich weiß ja, da kommt noch ein bisschen was. Alter, kannst du mal bitte. Ach du heilige Scheiße. Was machst du da? Hör auf damit. Es schmeckt wie Verbranntes. Es gibt hier keine Platin-Trophäe, sollte ich vielleicht noch erwähnen. Das ist nicht zu glauben. So, das war's. Oder geht down. Ich mag das, wie das aussieht. Ich finde das ganze Design von dem Spiel halt echt cool. Echt schön. Nicht die Original-Synchronstimme vom Burns zumindest. Bei den Hauptcharakteren hört sich das schon mal sehr gut an. Alter. Der geht mir auf den Keks. Ah, ich habe noch 3 Credits. Bedeutet noch 15 Leben, 12 Leben, 1000 Leben. Okay, erste Stufe schon mal geschafft. Sehr gut. Okay, das ist klar gewesen. Am besten ist wirklich, wenn man so in ihm drin steckt, ne, und gerade wenn er seinen scheiß Schlag machen will, dass man dann auf der anderen Seite landet. Und ich mache das natürlich jetzt komplett offensiv, ne? Sieht man ja, glaube ich, ein bisschen. Dass ich keine Rücksicht auf Verluste nehme gerade. Okay. Stufe 2 kaputt. Stufe 3 ist mit der Liftkissen, genau. Das war zum Beispiel ganz gut. Aber der hat halt keine Pause zwischen den einzelnen Attacken, ne? Also er könnte die ganze Zeit theoretisch machen. Also deswegen das für mich halt echt schwierig ist abzuschätzen. Ups. Entschuldigung. Aber manchmal, ich kann gegen der Tusten nichts machen. Der kommt es einfach über mich. Das Schönste, der ganze Kram aus meinem Körper, der löst sich schon sehr gut. Ob ich es wissen wollte oder nicht, ist mir egal. Aber ich bin auf dem Weg zur Besserung, kann nächste Woche Freitag dann wahrscheinlich streamen. Kann sogar sein, dass nächste Woche Freitag der erste Part hier von diesem Spiel dann kommt. Gut, von den 3 Spiel haben wird, aber okay. Excellent. Ey! Pack deinen scheiß Laser an. Drecksvieh. Okay, jetzt ist er fast geschafft. Die Kamera würde mir einen riesen Gefallen tun, wenn die mir ein bisschen kooperativer wäre. Excellent. Nur ein paar Atombomben. Tells davon. Oh, Alter, das ist zu laut. Ah. Aufs Maul! Meine Güte, das ist nicht zu glauben. Echt nicht. Aber ich denke, der wird schlagen, dann macht er es doch nicht. Noch während er die andere Attacke gemacht hat, das hat er mich jetzt verprügelt. Es ist unglaublich. Dreister geht's wohl gar nicht, ne? Das ist, auch wenn das nicht treffen kann, das ist eine Sauerei, ist das. Die Mucke ist auch sofort so Action geladen. Ja, ja, ich würde gerne nochmal weiter spielen. Mann! Ja! Der geht down! Oh mein Gott! Das war's! Aus seiner Brusttasche. Wie groß Mr. Burns aber ist, ne? Müsst ihr euch mal reintun. Ja, ne? Und das war's schon.
Neue Features freigeschaltet in Extras, neue Features freigeschaltet, Japan rum. Nee, ja, das war's wirklich schon, ne? Mit diesem Spiel. Cool ist aber schmerzlos. Also ich weiß auch nicht, wie viel das kostet. Ich habe mir das damals, wo da war es da wirklich im Angebot für 5 Euro oder so. Aber auch wenn man das mal vergleicht, wenn das jetzt wirklich der Originalschwierigkeitsgrad war, den wir jetzt hatten, ne? Jedes Credit oder jeder Credit hat, glaube ich, ein Viertel Dollar gekostet. Das heißt, wie viel habe ich jetzt verbraucht? 7 oder 8 Credits? Mit 2 Dollar hätte ich das Spiel damals durchspielen können. Das heißt, vom Schwierigkeitsgrad her ist es auf jeden Fall okay gewesen. Wenn das wirklich der Originalschwierigkeitsgrad von der Arcade gewesen wäre. Aber ich kann mir vorstellen, nee, das haben sie damals nicht so gemacht. Das war wahrscheinlich nochmal deutlich schwieriger. Nee, aber es hat wirklich super schön für zwischendurch. Einmal kurz durchzuzocken, auch mal mit Kollegen, ne, zusammen. Wenn man so einen Abend hat, wo man dann 400 Spiele spielt und dann mal was durchzocken möchte. Das schafft man locker an einem Abend und sehr gern geschickt fürs Spielen. Bin ich auch wirklich damals so per Zufall draufgestoßen, dass es das für PlayStation Network gibt. Und ja, habe ich mir gekauft und auf jeden Fall nicht bereut. Es macht wirklich Bock. So, was haben wir hier noch freigeschaltet? Ach, guck, ein paar Charaktere. Petty und... Ah, okay. Oh, das ist natürlich... Das habe ich selber noch gar nicht geguckt. Von spielbezogenen Bildern an. Ah, okay, das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich noch einen anderen Spielstand geladen hätte. Da hätte ich wahrscheinlich schon alles freigeschaltet. Aber das hier ist auch schon ganz nice. Hier sieht man nämlich... Entschuldigung, meine Nase ist gerade voll dicht. Ja, so. hier sieht man, welche Charaktere wahrscheinlich überall in den Leveln versteckt waren. Petty und selber waren zum Beispiel zu sehen, die habe ich jetzt nicht erkannt. Da war das wahrscheinlich ganz am Anfang, genauso wie Grandpa. Der war auch ganz am Anfang zu sehen. Howard heißt der Typ. Ja, der links, der Kollege, der ist nämlich der gewesen, der dem Huma damals dieses Boxspiel beigebracht hat in der Arcade. Das weiß ich noch, in irgendeiner Folge. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da sonst noch passiert ist in der Folge. Muss ich mal kurz überlegen. Da hatte irgendwie die Lisa, glaube ich, Depression. Und da hat Marge nämlich den Stecker gezogen, kurz bevor Huma den Bart besiegt hat in dem Videospiel. Ah ja. Ja, Simon Skinner, einer der Hauptcharaktere, kann man schon fast sagen. Martin Prince genauso. Sherry und Terry hat mir einen Burger gebracht. Ach, Professor Werner von Braun ist das. Okay, weil der kam auch mal in der Folge vor. Da haben die nämlich ein Wrestling-Match geguckt. In der Moos-Taverne. Und da gab es noch einen anderen Typen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Ichi und Scratchy sind da zu sehen. Ja, Krusty the Clown, klar. Sandy's Little Helper. Milos von Houghton haben wir auch gesehen. Snowball, der zweite. Otto Mann und Dr. Marvin Monroe haben wir alle gesehen. Sherry Terry. Mo Sislek haben wir auch gesehen. Tut mir echt leid mit dem Husten. Ich versuche es die ganze Zeit zu unterdrücken, da geht aber nicht. Barney Gumble, Prinzessin Kaschmir. Ja, Zahnfleischbluter Murphy, Nelson Manns. Haben wir eigentlich alle gesehen. Also, es konnte sich keiner von uns verstecken. Wie schön. Ja, gut, mehr haben wir jetzt leider noch nicht freigeschaltet. Ah, okay. Mit Bart kriegt man dann die Bilder freigeschaltet, mit Marge den Soundtest und den Musiktest mit Lisa. Okay, das ist natürlich ganz cool. Wir können doch mal eben mal kurz einen Blick auf die Trophäen werfen. Ich bin tatsächlich mit dem falschen Benutzer eingeloggt, aber ist ja egal. So, guck mal, 23... Das ist der richtige Benutzer. Hä? Ich bin voll verwirrt. Ich hab's doch... Egal. Gut, dann gucken wir halt doch mal. Mit was für Benutzer habe ich das Spiel denn damals durchgespielt? Okay, naja. Ja, bis das mal geschafft ist, im Überlebensmodus der japanischen Raum bis zu den Level 3 Bossen. Ah, okay, das sind die beiden. Da ist das einfach, wir sind in den Ringe, ohne dass ein Spieler stirbt. Ich spiele ein 4-Spieler-Spiel mit 3 anderen Leuten. Von Level 1 aus bringe Bongo dazu, in 4 verschiedenen Leveln aufzutauchen. Bongo ist, glaube ich, der Hase gewesen. Verbinde ich mit einem Familienmitglied und besiege 25 Feinde. Achso, wir können auch mal gucken, das, was wir geholt haben. Falle nach Smithers durchs Deck. Verletzte Smithers mit seinen eigenen Bomben, okay. Von Level 1 aus besiege den kämpfenden Roboter. Okay. 250 Punkte oder 25.000 Punkte nahm im Spiel. Das haben wir auch geschafft. Schließ das Spiel innerhalb von 30 Minuten oder weniger ab. Okay, das ist natürlich krass. Besiege Burns aber mit jedem Charakter. Und beende das Spiel im Expertenschwierigkeitsgrad im individuellen Münzenmodus. Das heißt aber auch nur 10 Credits, aber halt dann auf Experte. Ich bin trotzdem gerade ein bisschen erstaunt, dass wir jetzt... Warum habe ich denn jetzt hier die Trophäen? Das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht kann ich jetzt hier zweimal 100% holen. Mal sehen. Aber egal. Gut. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses kurze Let's Play gefallen hat. 3 Parts werden es jetzt sein. Ja, als nächstes werde ich dann das andere Franchise-Spiel spielen, wovon ich jetzt auch schon ein paar Spiele gemacht habe. Simpsons-mäßig. Fällt mir jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht mehr so viel ein, was ich da jetzt noch machen könnte. Es gibt natürlich die uralten Sachen für NES, aber die Spiele sind einfach scheißenschwer. Echt. Also, ich hatte Bart vs. Space Mutants hatte ich mal für einen Amiga gehabt.
Das war die Hölle, echt. Oh, das war auch nicht so gut. Das hat mich zwar schon gereizt, zu sehen, wie es weitergeht. Da habe ich mir jetzt aber mal einen Longplay davon angesehen gehabt, mal die, also vor ein paar Monaten schon war das. Und das habe ich dann, das ist halt immer das Gleiche irgendwo, ne? Deswegen spare ich mir das eigentlich. Wo ich mich noch mit dem Gedanken spiele, gut, jetzt sagst du ja auch, hey, hast du gerade gesagt, ist immer das Gleiche, aber Simpsons Road Rage, das fand ich nämlich ganz geil, das ist so wie Crazy Taxi gewesen. Gut, es ist keine ähnliche Fahrsteuerung wie in Hit and Run, aber da hatte ich auf jeden Fall auch eine Menge Spaß mit gehabt, beim Kollegen gehabt. Mal einen ganzen Abend wirklich gezockt gehabt, auf Xbox aber damals. Und, gut, es gibt halt so Simpsons Wrestling, was ein Grottenspiel ist, Simpsons Skateboard, was ein Grottenspiel sein soll. Aber mal sehen, vielleicht kommt da noch was von den Simpsons. Ansonsten hätte ich jetzt erstmal schon fast gesagt, dass ich jetzt diese Reihe mit den Spielen, die ich spielen wollte, erstmal soweit beendet habe. Auf jeden Fall hoffe ich aber auf jeden Fall, dass ihr auch mit der ganzen Reihe erstmal Spaß hattet, mit Hit and Run, mit dem Spiel, nämlich Futurama und hiermit. Was cool ist, das waren jetzt alles verschiedene Genres. Das war sehr cool. Und dass euch auf jeden Fall auch jetzt dieses kurze Let's Play noch gefallen hat. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen jetzt sogar dazu gebracht, sich das Spiel dann auch mal zuzulegen. Gut, also ne? Dann haut rein. Vielleicht bis zum nächsten Projekt. Wie gesagt, wir bleiben noch auf PlayStation 3. Wird dann noch das letzte PlayStation 3 Spiel sein. Von dem Franchise, wo ich schon ein paar Spiele gespielt habe. Ich überlege gerade, das war jetzt aber. Eigentlich habe ich nur ein Spiel gespielt und habe noch nicht mal zu Ende gespielt. Oh mein Gott, das ist traurig. Aber okay, das war schon jetzt Tipp genug. Gut, also ne, euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss.